Servus, ich bin der Franz und es ist wieder Zeit für ein Abenteuer. Ich stehe hier vor einem alten Hotel, das bis vor kurzem noch als Übergangsrathaus genutzt wurde. Und ich habe die offizielle Genehmigung bekommen, hier im ehemaligen Garten oder Park oder was auch immer hier dazugehört, noch etwas mit dem Metalldetektor unterwegs zu sein. Das Ganze wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen abgerissen. Ich bin auch dabei, noch eine Lost Place Besichtigungsgenehmigung zu bekommen. Also die Genehmigung habe ich schon, einen Termin muss ich noch versuchen, dass ich den unter einen Hut bringe. Dann können wir das ganze Ding auch mal von innen anschauen. Also auf jeden Fall den Kanal schon mal liken, wenn euch das interessiert. Aber heute, wie gesagt, heraußen bei dem schönen Wetter mit dem Metalldetektor unterwegs. Und wir sehen uns natürlich gleich beim ersten Signal. So, hier das erste richtige Signal. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine Gehwegplatte. Na nun? Ah, okay. Das sieht nach einem Bierdeckel aus. Okay. Bitburger Bierdeckel. Das war schon mal nix, aber erster Fund. Nächstes Signal, wieder guter Leitwert. Hier ungefähr. Scheint schon draußen zu sein, aber der Leitwert ist schlechter geworden. Schauen Sie uns natürlich trotzdem an. Aha. Ah, was ist das? Okay. Was ist denn das hier? Flüssig. Flüssiggas. Ah, okay. Das ist irgendeine Plombe vielleicht oder irgendeine Kappe für irgendwas. Naja, interessant. Nächstes Signal. Scheint wohl etwas größer zu sein. Aber nicht allzu tief anscheinend. Um Gottes Willen. Ja, das ist auf jeden Fall was Größeres. Das ist irgendeine Stange. Aber die bewegt sich. Ah. Okay. Ja, das ist. Ja, wie nennt man das eigentlich? Das ist so ein Haken, mit dem früher die Balken und Gebäude zusammengehalten wurden. Ziemlich gut. Oh. Meine erste Vermutung ist eine alte Schaufel. Meine zweite Vermutung auch. Das war sicher. Hier war der Stuhl drin. Aha, hat hier einer sein Werkzeug vergraben, der hat wohl keinen Bock mehr zu arbeiten. Ja, hier ist jetzt lauter Kleinzeug drin. Nächstes Signal. Wieder sehr guter Leitwert. Schauen wir, ob das nächste Werkzeug oder was hier zum Vorschein kommt. Oder vielleicht endlich mal ein guter Fund. Oh. Flaschendeckel, Bierdeckel, Hofbräuhaus. Okay, schade. Wieder ein schönes Signal. Schauen wir mal, das ist erst die dritte Bahn jetzt, wo ich gelaufen bin. Wir hatten schon einige Signale, aber halt noch nichts Schönes. Vielleicht, hoppala, du bleibst da. Ist das jetzt der erste schöne Fund? Wird ja langsam mal Zeit. Und schon ist er weg. Na nun. Vielleicht hier drüben weiter. Ah, jetzt ist es draußen. Und oh, Freunde, das sieht nach der ersten Münze aus.
das sieht nach der ersten Münze aus. Nein, schade. Das ist wohl keine Münze. Da ist ein Gewinde dran. Aber warum ist das so schön graviert? Hä? Was ist das? Nee, oder? Nee. Sehe ich das richtig? Und da hat jemand eine Münze als Beilagscheibe verwendet. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Oder ist die von Haus aus so gerändert? Von der Seite sieht es nicht wie eine Münze aus. So kann man sich erstmal täuschen. Ist das doch nur eine Beilagscheibe? Aber warum so schön verziert? Nun ja, ich blende es euch mal ein, wenn ich es gereinigt habe. Vielleicht kenne ich dann selber schon mehr. Ihr dürft gerne schon mal in die Kommentare schreiben, ob sowas hier ansonsten normal ist. Na gut. Wieder ein schönes Signal. Nicht allzu groß anscheinend. Jetzt kommen endlich mal schönen Fund. Gibt's ja nicht so viel Müll schon ausgraben. Muss ja irgendwann mal belohnt werden, oder? Oh, ich seh's. Oh, Leute, ich seh's. Seht ihr das? Genau da. Ich seh zwar, das ist jetzt nicht allzu alt. Das ist wahrscheinlich Markzeit, Pfennig. Aber das ist unsere erste Münze. Das ist unsere erste Münze. Pfennig, jawohl, ziemlich grün schon. Kupfer, es gab mal eine Zeit, da war etwas mehr Kupfer in den Pfennigen drin, in den verschiedenen Pfennigstücken. Und je mehr Kupfer drin ist, desto grüner wird es natürlich. Schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwie ein Datum rausbekommen, von wann die ist. Oh, 1950. Ja, ist auf jeden Fall schon älter. Keine Ahnung, wann es verloren ist, aber die Münze, hey, die ist 70 Jahre alt. Nicht schlecht, cool, erste Münze, super. So, schon wieder unter dem Baum hier. Höchster Leitwert, kleines Signal. Schreit zwar nach Bierdeckel, Kronkorken, aber hey, vielleicht ist es ja auch was Schönes. Oh, ist eingewachsen schon voll Gras. Jetzt. Was ist das schon? Oh ja, oh, das ist es. Was ist das? Okay. Creme, Cremedose. Reizfreie Hautpflege. Okay. Extrem gut erhalten. Also, entweder ist er noch nicht alt. Aber ich habe so eine Verpackung noch nie irgendwo im Geschäft gesehen. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Vielleicht ist das offen. Kann man rein? Ja, es war wohl Wasser drin. Und noch etwas Creme. Naja, aber interessanter Fund. Ja, ein Meter weiter, schon wieder Signal. So mittlerer Leitwert. So ungefähr waren immer die Pfennige Kaiserreichen im Bereich. Aber ja, auch Knöpfe. Auf jeden Fall schon wieder hier neben dem Baum. Ich bezweifle, dass der Baum schon so alt ist, dass der vor 50 Jahren oder 30 Jahren hier schon war, dass man sich da drunter gesetzt hat. Oh. Ja, heute läuft's aber. Schaut euch das an. Das ist wieder eine Münze. Und das ist, also auf den ersten Blick würde ich sagen, Euro, aber ne, schauen wir mal. Das ist eine Mark, das ist eine Mark. Oh, wieder fast an der gleichen Stelle. So, jetzt ist meine Zahnbürste weg. Super. Wo habe ich die hingetan? Ah, hier ist. Das ist eine Mark. Jawohl, eine deutsche Mark. Cool. Also es lohnt sich hier an dem Baum etwas noch mal genauer, vielleicht noch mal rundum zu gehen. So, was haben wir hier für Baujahr? 1900, ist klar. glaube ich. Ja, ich reinige sowieso zu Hause und blende es euch ein, aber hey, cool. Zweite Münze schon, sehr geil.
So, ich bin jetzt hier von der Markmünze nochmal zurück, wo wir die Cremedose gefunden haben, und tatsächlich genau daneben nochmal ein super Signal. Wahrscheinlich habe ich es vorher nicht gecheckt, weil der Dreckhaufen von dem anderen Aushub drauf lag. Wieder so im Münzbereich, aber auch Flaschendeckelbereich. Und jetzt weg. Okay. Ah, es ist zum Eisensignal geworden. Schade, aber nehmen wir trotzdem mit, wenn schon offen ist. Beziehungsweise wenn wir es noch finden. Hier. Oh, ist es das? Das sieht zumindest nicht natürlich aus. Was ist das? Das ist doch eine Mini-Patrone, oder? Tatsächlich. Das ist eine ganz, ganz kleine. Ja, und es bricht schon. Ganz, ganz kleine Patrone. Ah, da kennt man nichts mehr. Habt ihr eine Ahnung, was so klein ist? Das ist, das ist Kleinkaliber. Ich habe schon mal Kleinkaliber geschossen. Das müsste doch das sein, oder? Okay. Ja gut, interessant. Also anscheinend wurde hier auch Kleinkaliber geschossen. Schon wieder ein Signal in der Nähe von dem Baum hier. Etwas tiefer. Aber wieder Münz- bzw. Knopf- oder Kronkorkensignal. Wir werden uns überraschen lassen. Er schlägt noch aus. Hier. Hier drin. Oh, das ist wieder, Moment, das ist wieder, hier ist es rund, aber es ist dick. Was ist das? Es ist rund, sieht nach Knopf aus. Ja, nee, was ist das? Das ist kein Knopf. Es ist einfach ein Ring, okay. Aber was macht, für was braucht man so einen Ring? Ziemlich stabil, okay. Naja, ein Ring. Leider kein Ring für den Finger, kein Schmuck. Schon wieder nächstes Signal. Ziemlich hoher Leitwert. Hier gibt es eigentlich nur, fast nur gute Leitwerte. Aber meistens leider Schrott. Aber ab und zu ist auch mal ein schöner Fund dabei. So wie hoffentlich dieser hier. Signal wird nicht schlechter. Wir sind auf der Spur, ziemlich tief. Zu tief sind meistens leider keine Münzen, aber wer weiß. Immer noch da. Oh, wo ist es? Nanu? Ist es draußen? Ist es weg? Wo habe ich es hingetan? Ist schon noch da. Hä? Der Stein? Nee. Nee. Ach, weiter oben. Okay. Vorsichtig. Hä? Oh, 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 es ist eine Münze. Es ist eine Münze. Die hat sich aber lang versteckt. Seht ihr das? Seht ihr das? Goldmünze. Eine Goldmünze. Zumindest, das ist auf jeden Fall nichts Neues. Das ist kein Euro. Hä? Aber es leuchtet Gold. Was ist das? Oh, was ist denn das? Ah, das ist wahrscheinlich von ausländischen Besuchern, oder? Andere kennen es wahrscheinlich schon lange. Ich muss erst suchen. Publik. Ost. Österreich? Hä? Österreich? Österreich? Rubrik Österreich. Ja klar, Österreich. Und zwar haben wir hier 50 Groschen von 1966. Ja, sehr cool. Dritte Münze schon für heute. Geil. So, komm. Endlich mal wieder was Schönes, hoffe ich doch, oder? Ah, schon wieder so ein großes Signal oder langes Signal. So, ist das schon?
Nee. Vielleicht sind sie auch zwei Signale. Oh, das könnte was sein. Oh, das ist auf jeden Fall älter. Was haben wir denn da? Oh, was ist das? Oh, das ist eine Branche. Oder? Das ist, ja, geht doch. Endlich mal wieder was Besseres. Ein Anstecker, eine Branche oder so. Das ist auf jeden Fall eine Schnecke. Okay. Die glänzt aber schön. Die glänzt aber echt schön. Es wird doch nicht wirklich was Teures sein. Die glänzt nämlich wirklich richtig schön. Noch. Also das wäre ja der Hammer. Schaut euch an. Wenn, dann müsste irgendwo ein Stempel sein, aber der ist, wenn, dann irgendwo da drin. Und da komme ich jetzt nicht so einfach rein. Nächstes Signal. Etwas wackelig. Aber auf jeden Fall grabenswert. Und schon draußen. Hier. Na, mach's nicht. Oh. Leute, ich habe irgendwo gerade was gesehen. Ja, das ist es. Oh, ich sehe schon, was es ist. Kennt ihr schon? Eine deutsche Mark. Hier mache ich jetzt mein Foto. Das ist eigentlich ein Foto wert, wenn das so schön immer aus dem Boden kommt. So. Und jetzt aber greif zu, Franz. Ja, mach schön im Coinball, wie man so schön sagt. Oh. Schön erhalten, und zwar von 1970. Muss ich gar nicht groß weiter sauber machen. Super, geil, jawohl. 2 Mark schon. Richtig altes Geld schon gefunden heute, geil. Okay. Irgendwas ist immer noch drin in dem Loch. Dann schauen wir nochmal rein. Hier drin. Oh. Oh, was ist das? Oh, ist doch kein Knopf, oder? Was ist denn das? Sieht aus wie ein Knopf. So, sehr hohes, deutliches, kleines Signal. Was hat denn dieses Ding heute? Ah. Erst mal schauen. Ist noch drin. Hier drin. Okay. Was ist denn das? Ja. Was ist denn da? Ein Schloss? Ein Minischloss. Ein Minischloss. Ja, wo ist denn die Schatzkiste dazu? Ja? Süß. Das liegt auch schon länger hier wahrscheinlich. Das liegt auch schon länger. Sieht schön aus. Cool. Ein kleines Schloss. Das ist doch mal wieder was Spannendes endlich. So, hier ist wieder so ein mittleres Signal.
Interessiert mich doch brennend. Ist noch da drin. Wir sind in der Nähe. Komisch. Freunde. Das Glück schlägt wieder zu. Wer kann schon erkennen? Da ist. Oh, das ist wieder ein Euro, würde ich sagen. Das ist doch wieder eine Mark. Tatsächlich. Schon wieder eine deutsche Mark. Ja, unglaublich geil. Von 1969, also die D-Mark. Ja, die haben zwar früher schön geglänzt, aber die sind wirklich immer noch richtig gut erhalten bis auf die Verfärbung. Geil, die dritte Mark heute schon. Jawohl, cool. Vielleicht geht noch was. Genau, neben der letzten D-Mark hier nochmal ein Signal. Vielleicht hat einer gleich mehr verloren. Die Signalstärke ist wieder ähnlich wie bei der D-Mark. Aha. Scheint auch schon hier draußen zu sein. Aha. Nein, ich glaub's nicht. Also das ist echt kein Fake, Leute, aber schaut mal, das ist doch die nächste Marke gleich daneben. Tatsächlich. Ja, ist das geil. Was haben wir hier von? 1971. Ja, Wahnsinn, die vierte D-Mark schon. Das war noch Geld. Geil. Super. Na, das ist doch wieder ein schönes, stabiles Signal. Ziemlich groß. Eieiei, aber hoher Leitwert. Vorher haben wir auch was Schönes gefunden, wie es recht groß war. Ui, nanu. Schwächeanfall. Nein, Leute, ich habe was entdeckt. Seht ihr schon? Ich hoffe, ich liege jetzt auch richtig. Aber das hier sieht aus wie ein Rand von einer Münze. Und das ist eine Münze. Und das ist kein Euro. Das ist eine andere Münze. Was haben wir hier? Oh, die ist gar nicht so klein. Oh, das ist ein Euro. Doch. Okay. 50 Cent. Ja, gut. 50 Cent, glaube ich, kennt jeder. Ich blende es euch trotzdem mal ein. Von wann ist das Ganze? 2002, oh. Einer von den ersten. Na gut, wenigstens ziemlich alt. Vielleicht war es das noch nicht ganz in dem Loch. Hier war doch gerade noch was drin. Hier vorne in dem Bereich. Schauen wir doch noch mal rein. Wenn schon eine Münze da war, ist das doch sicher realistisch, hier noch eine zweite zu finden. Oh, hier sind Ameisen. Rote Ameisen auch noch. Ja.
Oh, jetzt ist aber deutlich. Das ist aber ein deutliches Signal. Aha. Und wo ist es? Hier? Komm, zeig's mir. Zeig's mir. Ja, Leute, geil. Das ist wieder eine Münze. Das ist doch schon wieder ein Euro. Eine Mark. Oder zwei. Nein, das gibt's nicht. Schon wieder eine D-Mark. Ist das geil? Sieht man, da ist noch der Abdruck drin. Ja, Wahnsinn. Der fünfte Mark schon heute. Ja, geil. So, von wann ist diese schöne deutsche Mark? Von 1972. Auch wieder super erhalten, zumindest von der Struktur, sag ich mal. Ja, geil, schon wieder eine Mark. Sehr, sehr cool. Ja, Leute, hier war die Mark, hier waren die 50 Cent. Und gleich hier daneben nochmal so ein schönes Signal. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass jemand die D-Mark und den Euro im Geldbeutel hatte. Brauchen wir nur noch was zum Kaiserreich, dann haben wir alles beieinander. Oder NS-Zeit zumindest. Draußen schon. Signal bleibt wunderschön. Das ist noch eine Münze. Komm Leute, Daumen drücken. Auch wenn es wahrscheinlich für euch schon zu spät ist jetzt. Aber trotzdem, Daumen drücken. Oder zumindest schon mal Daumen hochgeben. Das ist doch auch schon mal was. Das hilft mir zumindest sicher für die nächsten Male. Okay. Wo ist das? Da drin ist das. Da, nein, es ist schon wieder Geld. Ja. Nochmal 50 Cent. Ja. Cool. Von Österreich auf jeden Fall 2003. Cool. Ja, das ist geil. Drei Münzen schon in diesem kleinen Loch. Den Bereich muss ich noch genauer absuchen. So, Leute. Es ist zwar immer noch Mitte Februar, aber schon richtig warm heute. Ich würde sagen, einen Pfund machen wir noch. In alter Tradition von Max. Schöne Grüße an dieser Stelle, solltest du jemals das hier sehen. Du darfst gerne mal vorbeikommen, ich kenne da noch einige Orte, wo wir sonnen können. Aber einen schönen Pfund machen wir noch. Zum Abschluss. Das ist eine Münze. Nein, das ist ein Ring. Ist das ein Schmuck? Das ist auch, oder? Das wäre natürlich ein richtig geiler Abschluss. Er ist ziemlich klein. Vielleicht für einen Frauenfinger. Andererseits wundert mich, dass das Muster hier könnte auch auf irgendwas Mechanisches deuten. Wir werden es mal sehen, innen, ob wir vielleicht einen Stempel finden, was drin steht. So, ich sehe leider nichts. Nichts eingraviert, keine Punze, kein Name, kein gar nichts. Ja, was meint ihr? Ring oder nur was Mechanisches? Schwierig. Sollen wir das durchgehen lassen als letztes Signal? Naja, vielleicht. Kommt darauf an, ob wir noch was Besseres finden. Schwierig zu beurteilen. Sieht aus wie zwei Signale, aber beide nicht das Schlechteste anscheinend. Ja, hier geht es eh schön zu graben. Oh, ganz deutlich jetzt schon draußen. Komm, machen wir was richtig Geiles. Ja. Nein, das sieht wieder nach Deckel aus, wenn es so bunt ist. Was ist das? Das ist kein Deckel. Was ist das?
Okay. Was ist denn das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr sowas erkennt. Aber das soll auf jeden Fall noch nicht der letzte Fund sein. Okay, hier nochmal ein Signal. Schauen wir uns auch mal an. Nicht das Schlechteste. Ist noch da drin. Ja, ja, ja. Leute, ich glaube, wir haben unseren letzten Fund. Wieder eine Münze, und wenn ich mich nicht alles täuscht, ist das wieder eine Mark, kann das sein? Das wäre ein bisschen, kommt mir ein bisschen klein vor. Das ist was anderes. Das ist ausländisches Geld. Okay. Was haben wir hier? Ein Schilling. Einen Schilling. Aha, nochmal ein Österreicher. Schöne Grüße an meine österreichischen Zuschauer wieder mal. Ein Schilling von 1968. Cool, geiler letzter Fund, würde ich sagen. Ich werde zwar noch den Weg bis zum Auto zurück suchen, aber ja, sollte das der letzte Fund sein, dann seht ihr mich jetzt gleich wieder am Auto zur Zusammenfassung. Ja, hier mal zwischendurch der Blick ins Campet. Das sieht doch gar nicht schlecht aus für heute. Also, mal schauen auf dem Weg zurück zum Auto, ob noch was zum Vorschein kommt. Ansonsten gleich Zusammenfassung. So Leute, das waren jetzt ziemlich genau 3 Stunden, wo ich jetzt hier gesucht habe. Die Fläche war jetzt gar nicht so groß, ich sag mal wahrscheinlich 150 Quadratmeter oder so. Haufen Schrott, viele Fehlsignale, wahrscheinlich wurde hier mal was aufgeschüttet mit Bauschutt oder sonst was. Da ist natürlich alles mögliche an Nägeln und so weiter drin. Aber wir haben einige schöne Funde gemacht und auch einen Haufen Schrott, und das schauen wir uns jetzt noch kurz an. Also hier ist mal der ganze Schrott, den ich so gefunden habe und selbstverständlich mitgenommen habe. Hier irgendwie die Überreste von der Schaufel, alte Getränkedosen, hier der Zelthering, dann das wahrscheinlich ein halbes Hufeisen oder so, viele Eisenplatten, und hier sind jetzt die interessanten und schönen und guten Funde. Hier erstmal das Schloss, diese kleine Cremedose, das weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich ein Kleinkalibergeschoss. Das bin ich immer noch nicht sicher. Ihr werdet schon gesehen haben, ob das eine Münze war oder nicht, die hier als Beilagscheibe missbraucht wurde. Dann diese Gasplombe, Flüssiggas oder was das war. Hier so ein kleiner Ring, kann ich auch nicht sagen, was das war. Aber wir haben einen Haufen Münzen gefunden, oder fangen wir erstmal hier an. Hier diese Brosche, ich habe noch nichts gefunden. Stempel ist keiner drin, wahrscheinlich nur billiger Modeschmuck, aber glänzt auf jeden Fall wirklich sehr schön. Dann hier diesen Ring, wo ich immer noch nicht weiß, ob der was ist, ob das überhaupt ein Ring ist. Er ist ein bisschen klein und ich weiß nicht, er erinnert mich eher an irgendwas Mechanisches, wo man sowas verstellen kann, keine Ahnung. Aber hier jetzt die ganzen Münzen, wo fangen wir denn an? Wir haben 50 Groschen aus Österreich, einen Schilling, dann 2 Pfennige, hier 2x50 Cent Münzen und insgesamt, man sieht es jetzt wahrscheinlich ganz schlecht hier auf dem Bild, aber wir haben 5 deutsche Mark gefunden. Sehr, sehr cool. Also es hat sich wirklich richtig rentiert heute. Und dann würde ich sagen, für dieses Video war es das wieder. Lasst mir doch noch schnell einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und wir sehen uns spätestens wieder, wenn es wieder heißt Zeit für Abenteuer. Servus!